Willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Elenwen, die Botschafterin der Talmor in Himmelsrand. Und ihr seid? So, hallihallo meine lieben Skyrim-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, Skyrim-Part. Wir befinden uns gerade hier in der Botschaft der Talmor. Wir gehen hier gerade mal wieder ein bisschen der Hauptquest nach. Und jetzt stellen wir uns doch erstmal vor. Ich heiße Lavendelkling. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Mensch, kann ich hier nicht mal mehr lesen? Was ist denn hier los? Ah, richtig. Ich habe euren Namen auf der Gästeliste gesehen. Ja, das hoffe ich doch. Bitte, erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses... nach Himmelsrand? Ah, da hält ja jemand viel von dem Ganzen. Oh. Das Malborn. Wir haben leider keinen Altowein mehr. Gestattet ihr, dass ich den Arentia-Rotwein... Natürlich. Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Oh, ist ein richtig netter Mensch. Ja, Frau Botschafterin. Wir müssen uns später besser bekannt machen. Bitte, amüsiert euch. Aber geht hier aber auch schon ordentlich ab. Ich meine, wollen wir mal ein bisschen tanzen? Utz, 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 utz. Raver Party. Wie kann ich mich nochmal ducken? Ah ja, nein. Kann mich hier gerade gar nicht ducken. Egal, hüpfe ich halt weiter. So, komm. Ja, labert mich nicht voll. Komm hier, Malborn. Wie kann ich euch dienen, mein Herr? Ich möchte etwas trinken. Hier, bitte, der Herr. Feinster kolorianischer Wein. Och, Malborn, du bist aber auch ein Typ. Ich bin bereit. Natürlich. Lasst mich mal sehen, ob wir davon noch eine Flasche haben. Ich werde an der Tür darauf warten, dass alle abgeleckt sind. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine echte Neuigkeit ist. Aber soll ich hier jetzt reingehen? Ja, was benötigt ihr? Was soll ich denn jetzt machen? Schließlich arbeitet Eorlund in der Himmelsschmiede. Hä? Wie soll ein anderer Schmied da mithalten können? Ich glaube, ich habe gerade zu viel gefeiert. Ich kriege gerade gar nichts mehr hin. Lenke die anderen Gäste ab und entferne dich von der Feier. Ja, und rede ich doch einfach mal mit denen. Die Gastlichkeit der Botschaft der Talmor steht euch zu Diensten. Veranstaltet ihr häufiger solch ein wunderschönes Fest, Elenwyn? Ja, recht häufig. Noch größeren Genuss als der Luxus selbst bereitet mir nur... ihn mit denen zu teilen, die ihn zu schätzen wissen. Ach, ist das toll! Ich höre auch gern den neuesten Klatsch und die interessantesten Gerüchte. Ach, das ist doch Quatsch. Pass auf, wie ich sehe, habt ihr ja auch gar keine Kosten gescheut, Elenwyn. Natürlich nicht. Oh Mann. Lädt doch nicht die Bedeutung der Männer und Frauen von Himmelsrand ein und serviert ihnen dann billiges Bier und altes Brot. Ja, ne? Schade an dich. Das ist nur ein Vorgeschmack auf die Vorteile, die man genießt, wenn man die Interessen der Talmor zu seinen eigenen... Ah, so sieht's also aus. Ja, komm, das juckt mich jetzt nicht weiter. In diesem Raum ist die Degeneration des Kaiserreiches deutlich zu erkennen. Was führt euch auf dieses Fest? Es gibt im Kaiserreich manche, die sich ihren Pflichten beim Ausmerzen der Talus-Ketzerei gern entziehen wollen. Ja. Möglicherweise haben sich jetzt diejenigen, die die kluge Politik des Kaisers am heftigsten ablehnen, nicht nur als Ketzer, sondern auch als Verräter gezeigt. Ach, Quatsch! Ich bin hier, um die herrschenden Klassen von Himmelsrand daran zu erinnern, dass ihre Kaisertreue die Kooperation mit den Talmor erfordert. Okay. Also gut. Was kann ich euch bringen? Ich möchte etwas trinken. Tut mir leid, aber ich denke, ihr habt erst einmal genug. Hä? Ja, okay. Sie ist... ja. Bisschen blöd. Was sagt... Ah. Ach so, das willst du mir sagen. Na, wo ist deine Flöte? Wo ist deine Flöte, habe ich gesagt. Mensch, komm her. Wo ist deine Flöte? Mann. Ist doch Quatsch. Flöte weg, sie redet weiter. Irgendwas stimmt da nicht. Es tut mir leid, mein Herr. Ich bin im Dienst.
Okay, was machst du denn? Ich kann mich nicht erinnern, euch in einem von diesen Anlässen schon einmal gesehen zu haben. Maven Schwarzdorn. Und ich kenne jeden, der in Himmelsrand Rang und Namen hat. Die kennt man doch. Ich wusste nicht, dass ihr mit den Talmor Geschäfte macht. Habt ihr denn gar nichts über mich gelernt? Ich bin mit allen im Geschäft. Lasst mich jetzt allein. Ich will keinen Verdacht erregen, weil ich mit jemandem spreche, der eindeutig nicht hierher gehört. Ja, sag's doch offensichtlich, ja. Komm. Bis zum nächsten Mal. Was soll ich jetzt machen? Ja, was benötigt ihr? Bis zum nächsten Mal. Ich hab doch jetzt schon mit allen geredet. Viel mehr geht doch gar nicht mehr. Wie soll ich mich hier denn entfernen? Oder soll ich jetzt rausgehen? Ja. Entfernen tue ich mich hier gerade von ihnen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Kann auch sein, dass es natürlich Quatsch ist, aber meiner Meinung nach macht es eigentlich einen relativ richtigen Eindruck. Badababababab. Komm. Bitte tretet in die Botschaft ein. Ach hier, mein Kumpel ist wieder am Start. Gibt es hier nicht... Muss ich jetzt nicht irgendwo rüberhüpfen? Oh, ich war drauf. Ah, hier kann man nicht hin, oder? Bug... nee, geht doch. Nein! Ach, komm! Komm, ich gehe immer so umständlich. Nee, es geht nicht. Geht nicht. Ich kann machen, was ich will. Ich kann hier drauf lang gehen, aber ich kann hier nicht hinhüpfen. Hinhüpfen geht nicht. Unsichtbare Wand. Oh, es gibt's doch nicht, dass ich jetzt an so einem Mist verzweifle. Kann ich mit dir reden? Ja, kenne ich schon. Alter Spruch. Geht bitte direkt durch. Die Feier hat bereits begonnen. Willkommen in der Botschaft der Tage. Nee, selbe Stimme. Mit dir habe ich nicht gesprochen. Skyrim ist besser, als dass sie für 5 Meter auseinanderliegende Menschen zweimal dieselbe Stimme nehmen. Nein, Quatsch, das sind ja unnötige Menschen. Also unnötig. Oh Gott, ihr wisst schon, wie ich das meine. Tut mir leid, dass ich gerade gegähnt habe, ließ sich nicht vermeiden. Willkommen in der Botschaft Bin irgendwie ein wenig müde. Wie kommt das nur? Naja. Ja, ich weiß, aber ich weiß irgendwie nicht, was ich hier machen soll. Oh, guck, er hat auch Schnupfen. Er ist genauso angeschlagen wie ich. Mensch. Ich will jetzt nicht einen ganzen Part wie blöd hin und her laufen. Ich kann nichts machen. Objekte. Ich habe irgendeinen Wein an mich genommen. Hä? Ach, das ist ein Questgegenstand. Was soll ich denn jetzt mit dem machen? Soll ich den fallen lassen? Nee, geht nicht. Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Entschuldigt. Ich muss euch übersehen haben. Nee, sag an. Kann ich mich vorstellen? Ratzler, alles klar. Import und Export ist mein Beruf. Beobachter der menschlichen Natur, meine Berufung. Nicht schlecht. Oh, schon wieder gegähnt, Mensch. Ah, Wurm drin. Na egal. Hier, ich hab euch etwas zu trinken gebracht. Ah, die einzige großzügige Seele in einem Heer von Pfennigfutzern und alten Knausern. Boah, es geht auch schnell bei ihm. Wenn es hier etwas geben sollte, womit ich euch helfen kann, müsst ihr unverzüglich zu mir kommen. Na. Es gibt tatsächlich, dass ihr. Also, es gibt wirklich etwas, das ihr für mich tun könntet. Wunderbar. Ich kann gleich damit anfangen, euch für eure Großzügigkeit zu entlohnen. Sprecht weiter. Ihr müsst Aufsehen erregen und die Aufmerksamkeit einige Minuten lang auf euch lenken. Ist das alles? Dann seid ihr an der richtigen Stelle. Sehr schön. Tut mir leid, dass das jetzt so lange gedauert hat. Bin irgendwie... Okay. Tretet zurück und bewundert das Werk meiner Hände. Nee, jetzt geht's los. Oh, bestimmt tanzt er. Ich will auch Party machen. Utz. Oder was macht er? Wie soll ein anderer Schmied da... Alle mal aufgepasst. Könnte ich bitte eure Aufmerksamkeit haben? Ich habe euch etwas mitzuteilen. Wie kann ich euch dienen, mein Herr? So. Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. Natürlich im Übertragen. Ja. Mir wird mich nicht vorstellen, dass jemand sich ins Bett bekommen möchte. Ah, nicht schlecht. Das war geil. Was er da gesagt hat. Es
Komm, beschaff deine Ausrüstung zurück. So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Bleibt einfach in meiner Nähe und überlasst das Reden mir, kapiert? Folgt mir. Ja, hat er hier irgendwas Spannendes? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Wer kommt da, Malbo? Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast. Fühlt sich nicht gut. Lass die arme Seele in Ruhe. Ein Gast? In der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Mann. Tavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Ich habe nichts gesehen. Also, ganz schön hinterhältiger Fuchs. Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Sie ist leer! Oh, nee! Quatsch, wie kann das nur sein? Zum Glück habe ich auch leider gar nichts hier. Es ist so bitter. Oh, ich ahne schlimm, ich ahne wirklich, wirklich Schlimmes. Jemand auf der Feier meine Abwesenheit bemerkt, sind wir beide tot. Ja, ich hab doch jetzt alles. Truhe ist leer. Mensch, so. Habt viel Glück, die ihr seid jetzt auf euch allein marschieren sehen? Was? So. So. Ich bin so bestraft. Schon wieder ein Kampf. Was habe ich denn? Habe ich keine Objekte an? Nicht mal eine Rüstung? Oh, scheiße. Ich dachte, dass ich irgendwas mit Pass mal auf jetzt. Jetzt drehe ich richtig durch. Er macht ihn nicht. Er macht meinen Schrei nicht. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ich bin bestraft. Es geht nicht. Hilfe! Hilfe! Oh, er ist an mir vorbeigelaufen. Oh! Also das wird ein Akt, meine Freunde, Alter. Oh mein Gott, was habe ich mir da angetan? Ich musste erstmal jetzt hier meine Speicherpunkte durchchecken. Nee. Oh, scheiße. Das wird nichts. Das wird eine ganz, ganz enge Kiste. Also ihr werdet mich hier wahrscheinlich 10 Millionen Mal verzweifeln sehen. Wo seid ihr? Oh. Da seid ihr ja. Ich werde euer erbärmliches Leben beenden. Wo bist du denn? So, schnell Elfenschwert aufnehmen und alles, was mit der Rüstung zu tun hat. Weil anders wird das hier sonst nichts. So, komm her. Ein Schwert müsste ich doch jetzt rein theoretisch auch haben. Ja. Ich hoffe, es ist eine halbwegs anständige Magierrobe. Nee, Zerstörungszauber, ja, bringt mir auch nichts Tolles. Oh Gott. Immerhin habe ich jetzt wenigstens etwas gefunden. Das wird ein Akt. Das wird ein Akt, ey. Das kann ich euch sagen. Himmelsrand. Nee, will ich noch nicht. Will mich hier oben noch umgucken. Und hoffen, dass ich irgendetwas finde, was mir hier irgendwie behilflich sein kann. Weil so, hier bin ich ja 0, nichts aufgeschmissen wie sonst was. Jetzt mit der Rüstung geht es ja halbwegs. Aber alles in allem war das alles andere als klug von mir. Aber ich meine, ich habe es ja schon vorher in den Kommentaren gelesen. So ist es nicht. Aber ich dachte mir so, alles klar, du hast doch deine Zaubersprüche. Bei dir regeneriert sich doch in der letzten Zeit alles so mega schnell wieder. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass Ringe alles hier wegkommt. Ja.
Zum Glück konnte ich hier gerade diese Rüstung aufnehmen. Das wäre wirklich ein Selbstkomplott gegen mich selbst gewesen. Sowas sagt denn die Zeit. Ja, ich werde den Part hier jetzt beenden. Also freut euch. Oder erfreut euch daran, wie ich scheitern werde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.